Sind Sie eigentlich schon auf Wikisana? Wir sind keine Opfer, opfern aber die Welt. Vom Opfer zum Schöpfer. Und mit diesem interessanten Thema heiße ich Sie ganz herzlich willkommen zum Format Colloquium Spirit. Wer die heutigen Gäste sind, erfahren Sie gleich nach dem Intro. Also bleiben Sie dran. Ja, willkommen zurück und herzliches Willkommen in die Runde. Hallo. Schön, dass ihr hier seid. Lieber Nepomuk, du bist Filmemacher und Autor. Dorothea Amuri, du bist Pfarrerin und Hypnosetherapeutin. Lieber Rolf Meyer, du bist Religionswissenschaftler und Autor, Buchautor. Ist da mit Helmut Agostoni ein Buch geschrieben. Lieber Stefan Freude, du bist Speaker und Dozent. Ja, schön seid ihr hier und ich freue mich schon auf die Diskussion über das folgende Thema. Ja, die erste Frage, lieber Nepomuk, sind wir wirklich keine Opfer oder sind wir auch Opfer unseres Selbst, unseres Handelns? Ja, ich habe gerade vor kurzem eine neue Dokumentation gemacht, die heißt The Point of No Return und ich denke, jeder, der jetzt zusieht, weiß, wir leben in der Wendezeit, wir leben in einer Zeit, in dem unsere Zivilisation Entscheidungen treffen muss, denn wir haben uns natürlich auch so verhalten wie die Krone der Schöpfung. Wir dachten, wir können mit unserem Intellekt alles steuern, alles leben. Wir könnten das Leben in den Griff bekommen und das scheint uns ja momentan etwas aus dem Ruder zu laufen. Und viele fühlen sich gerade als Opfer. Die einen sind im Krieg und sagen, wieso werden wir überfallen? Die anderen sagen, okay, wieso werde ich nicht richtig entlohnt? Ich kann fast nicht mehr davon leben. Andere werden permanent krank von dem, was wir mit der Umwelt anstellen, durch das, dass die Vergiftungen immer mehr zunehmen. Immer mehr fühlen sich als Opfer, fühlen sich ja irgendwie machtlos diesen ganzen Systemen gegenüber. Wir sprechen von einer Krise zur nächsten Krise. Die Kommunikation ist eher eine Krisenkommunikation geworden. Regierungen machen Nachtsitzungen, um die nächsten Schritte festzulegen, die sie eigentlich schon hätten vor 10, 15 Jahren Visionen aufbauen müssen, wie wir in 50 Jahren leben wollen. Das heißt, jetzt ist wahrscheinlich tatsächlich die Zeit gekommen, wo dieses Bewusstseinswandel da sein muss, dass vielleicht jeder sagt, okay, es scheint nicht gut zu sein, wenn ich alle Verantwortung abgebe, sondern ich muss mich jetzt mehr einbringen, ich muss jetzt sehen, wir kommen wieder von diesem Opfer wieder in die Schöpferrolle hinein. Und ich glaube, hier wird jeder in Reses gehen müssen in sich selber, um zu festzustellen, was mache ich denn in Zukunft? Ich sehe das genau auch so. Wir sind im Moment noch in einer sehr intensiven Opfergesellschaft. Wir werden dominiert von den Medien, werden dominiert von den Umweltereignissen und so weiter. Und der Großteil des Mainstreams lässt das einfach zu. Und ich glaube, das ist eine große verpasste Chance. Wir sollten wieder zurückgehen zur schöpferischen Tätigkeit. Mhm. Und das hast du genau gut gesagt, meines Erachtens. Es ist nun langsam wieder ein Wandel begriffen, wo wir spüren, so kann es nicht mehr weitergehen. Wir haben das Vertrauen in die Regierungen verloren, in die Politik verloren. Und man muss irgendwie für sich selbst und für seine Umgebung, ohne egozentrisch betrachtet, wieder das Heft in die Hand nehmen. Ich glaube, diese Entwicklung, meines Erachtens, ist jetzt eingeläutet. Ich finde, viele von uns haben so eine erlernte Hilflosigkeit. Mhm. Und ich denke, das kommt nicht von ungefähr. Auch unser Bildungssystem ist ja eigentlich so aufgebaut, dass wir einfach gelernt haben, gut zu funktionieren. Mhm. Ich finde, Professor Gerald Hüther beschreibt das total schön, wenn er so sagt, dass eigentlich unser Schulsystem so entwickelt wurde, damit gute Arbeiter und Arbeiterinnen einfach herangezüchtet werden, die nicht rummaulen, die pünktlich in die Fabrik kommen, die ihre Arbeit tun und nicht hinterfragen. Und ich denke, durch diese Mühle sind viele von uns einfach noch gegangen. Und das ist dann schon ein großer Schritt, den wir machen müssen, in diese Selbstwirksamkeit raus. Und
Ich verstehe diese Wutbürger, die finden, ja, die Regierung hätte das tun sollen oder die Obrigkeit hat das und das unterlassen. Aber ich denke, jetzt ist schon der Zeitpunkt, wo wir sagen müssen, hey, jetzt müssen wir und dürfen wir selber, wir sind eingeladen, vielleicht auch im kleinen Rahmen, vielleicht nur in der Gemeinschaft, die ich in meinem Haus habe oder in meinem Quartier habe, Dinge zu tun, die zu einer Besserung beitragen. Ja, da habe ich vielleicht noch einen kleinen Beitrag, wenn man verschiedene Systeme anschaut. Es gibt sehr viele Gruppierungen, die jetzt zusammenschließen und sagen, wir müssen über neue Dörfer nachdenken, wir müssen über Selbstversorgung nachdenken, wir müssen hier versuchen, hier autarker zu werden. Und dann gibt es aber auch das Thema, wo der Mensch sagt, na gut, wir haben hier die Technologie und wir haben unsere Kreativität und das kann die Technologie nicht. Jetzt haben wir gerade das große Thema, dass diese künstliche Intelligenz aufkommt, dass die künstliche Intelligenz genau diese Berufe, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich einkassieren wird, die wir früher gedacht haben, ja, diese Intellektuellen, ob das ein Rechtsanwalt ist oder Arzt und so weiter, dass diese gar nicht übernommen werden können. Plötzlich stellen wir fest, dass diese künstliche Intelligenz kreativ ist, dass sie lügt, dass sie betrügt, dass sie Dinge macht. Man sagt, wow, die macht ja ähnliche Sachen wie wir. Momentan wird überlegt, diese Dinge wieder zu stoppen, darüber nachzudenken, was bedeutet das eigentlich. Aber das bedeutet natürlich für uns Einzelnen tatsächlich jetzt wieder zu sagen, okay, wo liegt jetzt meine Stärke, was kann eine solche künstliche Intelligenz, weil die wird kommen, das wird man nicht stoppen können, aber was kann die, was die nicht kann. Und das ist natürlich dieses Höhere, dieses Spirituelle, das ist das, über den Dingen zu sein, Und ein eigenes Leben zu finden, das jenseits von dieser materialistischen Sichtweise liegt. Es braucht auch etwas Mut dazu, ja. Oder? Wir werden dann wieder eingepresst in den Mainstream. Und ich glaube, es braucht Mut, auch ein entsprechendes Bewusstsein zu entwickeln, um zu sagen, ich stelle mich quer, also muss ich unbedingt jetzt negativ sein, oder ich probiere etwas aus. Ich will wieder Schöpfer meines Daseins zu sein. Genau. Nicht nur im Individuum, sondern auch im Kollektiv. Und wenn es noch so klein ist. Und vielleicht nicht mal wieder, vielleicht zum allerersten Mal. Ja, so. Das ist absolut so. Ja. Dort kann man übrigens mit Hypnose helfen. Also wenn man das noch gar nie konnte, wenn man noch gar nie selber den Eindruck hatte, Schöpferin oder Schöpfer des eigenen Lebens zu sein, so ist es möglich, sich via Hypnose an Zustände oder an Situationen zu erinnern, wo man echt hilflos war und sich dann vorzustellen, wie es denn gewesen wäre, wenn ich damals nicht hilflos und ohnmächtig und ein Opfer gewesen wäre, sondern wenn ich zum Helfer hätte werden können. So, sei es zum Helfer für den Täter, so, den man sich dann auch klein und hilflos vorstellen kann. Oder sei es für die Helferin, für mein eigenes kleines Ich, das damals hilflos war. Und es ist unglaublich, wie diese Kraft der Bilder, die dann auch mit Emotionen verknüpft werden in der Hypnose, wie kraftvoll das ist, wenn ich das rausnehme. So, es sind nur Bilder, es ist nicht die Wahrheit. Aber wenn ich in Hypnose bin und mir diese Bilder suggeriere und die Emotionen zu diesen entsprechenden Bildern fühle, komme ich raus und ich bin dann dieses neue Ich, das Mut hat und das hinstehen kann und das jetzt Schöpferin ist und nicht mehr Opfer. Mhm. Ich glaube, das ist der Weg, wo wir einfach hinkommen dürfen, weil letzten Endes ist so unsere Welt aufgebaut. Wir haben den Opfer, wir haben das Opfer, wir haben einen Täter und wir haben den Schöpfer. Und dieses Dreieck findet sich in allen Hollywood-Filmen wieder. So funktioniert unser Leben letzten Endes. Und ja, ich bin total bei dir, Rolf, wie du es gesagt hast. Wir sind aktuell eine sehr große Opfergesellschaft, weil erstens ist es so antrainiert worden und es ist viel einfacher zu sagen, ja, ich bin nur Opfer, ich kann gar nichts dafür, alle anderen sind schuld. Und ich glaube, das ist das, wo es jetzt darauf ankommt, dass wir unsere Selbstverantwortung wieder in die Hand nehmen, damit wir zum Schöpfer werden, wo die Kraft wir dazu total in uns drin haben. Und man hat es jetzt, glaube ich, sehr gut gemerkt in den letzten 2-3 Jahren. Viele Menschen haben auf die Regierung gewartet und haben gesagt, ja, die müssen das machen. Und warum auch immer es nicht so gekommen ist oder sowas, was wir aber festgestellt haben, ist, wir selber sind viel mehr Schöpfer. Wir können Prozesse in den Gang bringen, und zwar im Kleinen. Und letzten Endes, das fängt wo an? Bei mir selbst. Ich bin der Schöpfer und ich habe es in der Hand, etwas Neues zu wagen, raus aus dieser Opferrolle. Ich habe mal jemanden gekannt, der hat es gerne Opferitis Humanis genannt, also der Mensch, der es mal wieder perfekt gemacht hat. Aber dass wir da rauskommen, dass wir diese Kraft, die wir alle haben, diese Schöpferkraft, die uns in die Wiege gelegt worden ist,
Ich meine, wenn wir Kinder sehen, wie sie schöpfen, wenn wir sie lassen, das haben wir alle noch in uns. Und da dürfen wir wieder hinkommen. Und das ist aber unsere eigene Entscheidung. Ich darf mich entscheiden. Ich will wieder Schöpfer sein. Ich will mein Leben in die eigene Hand nehmen und darf da im Rahmen meiner Werte beziehungsweise auch im Respekt gegenüber mit meinen Mitmenschen, da darf ich wirken und agieren. Und das für mich ist es etwas, was nicht in dem dagegen geht, also gegen das System, gegen andere Menschen, sondern im Zusammenhang, in der Kommunikation, in wie können wir es zusammen besser machen, wie können wir unsere Welt wieder dahin bringen, dass es für uns alle einen Mehrwert hat, dass wir alle zum Schöpfer werden. Und wenn wir alle in diese Kraft kommen, dann steht unsere Welt wo ganz anders, als sie jetzt gerade steht. Und ich glaube, das ist der Weg, den wir jetzt gerade vor uns haben, wo sehr viele Menschen schon auf dem Weg sind, das darf man auch mal sagen. Also wir haben schon sehr viele Menschen, die da gut mit daran arbeiten und das vorantreiben. Das setzt aber voraus, dass wir ein Ziel definieren. Was wollen wir schöpfen? Oder jeder Einzelne. Mhm. Wir wollen schöpfen, aber müssen ein Ziel definieren. Wohin geht der Weg? Für mich, natürlich auch für die Gesellschaft, das fängt ja beim Individuum an. Wir müssen überlegen, ich bin Schöpfer, ja, das bin ich. Ich bin nicht Opfer. Ich habe das in der Hand, ich habe es in der Kraft. Aber wohin will ich? Und ich glaube, das ist noch sehr schwierig. Genau, da wird es natürlich jetzt viele Seminare und Kurse geben, wieder in die Selbstfindung zu kommen. Ja. Wo liegen eigentlich meine Talente, mit denen ich eigentlich ursprünglich inkarniert bin, um die zum Ausdruck zu bringen, diese Kreativität, diese Schöpfung, die Vielfalt zu erhöhen? Und ich glaube, das wird auch ein Megatrend werden in der Zukunft, dass diese Homogenisierung aufhört, sondern die Differenzierung zunehmen wird, dass unterschiedlich viele neue Lebenskonzepte entstehen werden und dass man das gar nicht mehr so unter einen Hut blickt, wie man es jetzt versucht mit diesen Demokratien oder wie auch immer, sondern dass da eine Vielzahl emporsprießt und wir mit dieser Vielfalt eigentlich leben müssen, weil so ist ja das Leben generell auch. Da draußen die Natur ist ja nicht der Kampf, die Stärkeren, um zum Schluss einzeln allein am Berg zu überleben und sagen, ich habe den Kampf gewonnen, sondern die Kooperation dieser Vielfalt macht ja das Ganze immer mehr lebendig. Das Lebendige lebendiger werden lassen, hat einmal der Hans-Peter Dürr gesagt. Mhm. Und auch einen guten Spruch gesagt. Und uns wird ja immer praktisch dieser fällende Baum in den Kommunikationsmedien gezeigt, der einen Haufen Krach macht. Nicht? Aber er sagt, der wachsende Wald, der im Hintergrund ist, sagt er, der macht nicht so viel Lärm, aber der ist ja noch viel größer. Und er sagt, genau diese Schöpferkraft, die wir haben, diese Menschen, die eigentlich füreinander da sind, wie die Mutter, die ihr Kind erzieht, oder der Freund, der den anderen Freund hilft, sagt er, das ist ja der Grund, warum wir aufgrund von diesen ganzen Gröfazes immer wieder versuchen, die Schöpfung zu zerstören mit Kriegen und so weiter, ja immer noch da sind. Das sind eigentlich die Helden der Geschichte und nicht diejenigen, die die beste Bombe erfunden haben. Und ich glaube, was auch immer mehr kommt, das ist diese Co-Kreation. Ja. Und das Bemerken, dass ich eben nicht alleine unterwegs bin, dass die Ziele, die ich habe, dass ich die nicht nur für mich habe, sondern dass ich irgendwie wie dieses Pilzgeflecht bin unter den Bäumen, total verwoben mit allem, dass ich irgendwie ein lebendiger seine lebendige Schnittstelle bin, eine große Matrix, die total wichtig ist, dass ich vernetzen kann und mit meinen Gaben einfach Dinge einspeisen kann in das System, die das ganze System in Richtung mehr Freude führen, in Richtung mehr Liebe. Ich denke, das ist das Ziel. Auch, ich denke, auch die meisten Menschen, die sehen sich so sehr nach Verbundenheit und Menschen, die irgendwie eingebunden werden, die sich irgendwie in einem System als sinnvoll erleben dürfen, die wirklich merken, da ist Wertschätzung dafür da, dass sie da sind und das einbringen, was sie gut können und wer sie sind. Ich habe das Gefühl, wenn wir das schaffen. Das ist, wir sind ja in der Wendezeit, du hast es gesagt. Und es ist ja ungemein spannend, mal wahrzunehmen, wenn alles Schöpfer sind. Das ist jetzt Theorie, wohin geht dann die Vielfalt? Das ist ja dann auch ein Thema, wohin geht die Vielfalt, ist unendlich. Jeder hat eine eigene Sichtweise, ein eigenes Weltbild. Und ich könnte glauben, was du andeutest, dass wir eines Tages merken, der gemeinsame Nenner könnte das gegenseitige Wohlwollen sein. Also sprich Liebe jetzt im Klartext. Und da könnte natürlich ein gewaltiger Tsunami geistige, emotionaler Dinge entstehen, wo für uns wirklich wieder eine neue Zeit einleitet. Ja, darauf freue ich mich. Ich auch, ja. Ich sehe das kommen. Ich denke, Menschen haben ja oft einmal den Gedanken, ich als Einzelner, was soll ich schon machen? Aber wenn man sich auch wieder die Geschichte ansieht, dann waren es immer einzelne Menschen, die hier im Welt bewegt waren. Der Erste, der vielleicht eine bestimmte Meile und eine bestimmte Zeit gelaufen ist. Und wie der das gemacht hat, sind es die anderen dann plötzlich ausgelaufen. Der Erste, der ohne Sauerstoff, sag ich mal, in den Berg hochgestiegen ist. Und der eine, der die Erfindung gemacht hat, die Welt bewegt. Also sind ja immer einzelne Denker, die plötzlich sagen, okay, ich mache das, weil ich davon überzeugt bin. Und wenn jeder dieses leben würde, wenn wir den Kindern, die
sage ich, zur Welt kommen, so begleiten und so sagen, okay, jetzt schauen wir mal, was hast du denn für Talente mitgebracht? Wie können wir denn dich fördern? Das Wissen brauchen wir dann nicht mehr bringen, da gibt es die KI, da gibt es das ein, da kriegst du dein Wissen, sondern wir bringen dir bei, diese Talente am besten auszudrücken und da begleiten wir dich. Dann hätten wir praktisch 8 Milliarden Menschen, die ihre Fähigkeiten zum Ausdruck bringen und werden jeden Tag glücklich. Und wir hätten eine Vielfalt, die ist sensationell. Dann werden wir ressourcenorientiert und nicht defizitorientiert. Ja? Mhm, ganz genau. Wir sind ja immer noch so eine Gesellschaft, die versucht, Fehler auszumerzen. Genau, statt umgekehrt. Ja, und wir empfinden so viel Scham, wenn wir etwas nicht können, in etwas nicht gut sind. Und dann probieren wir uns dort zu perfektionieren und brauchen so viel Energie, um irgendwelche Defizite irgendwie auszupolstern. Dabei wäre das Leben so viel schöner, wenn wir einfach das tun würden, was wir gut können. Also Stärken, genau. Ja, Stärken. Mhm. Ja. Ja, ich meine, das hat dem System immer geholfen, dass es funktioniert hat, weil es dadurch natürlich die Menschen auch klein gehalten hat. Weil wenn wir anfangen, die Menschen zu stärken und sie in ihre Potenzialentfaltung zu bringen, na, dann wird es einfach ein bisschen anspruchsvoller für solche Riesensysteme. Und ich glaube, da bin ich ganz bei dir, dass sich das in Zukunft aufbrechen wird. Und ich glaube auch, und ich bin fest davon überzeugt, das wird der Schlüssel sein für unsere Zukunft, dass wir letzten Endes, du hast es Liebe genannt, das ist, ich glaube, es geht sehr in diese Richtung, für mich geht es sehr stark um Werte, wenn wir unsere Werte bewusst haben. Und wenn wir Werte leben können, wie Respekt, wie Würde, wie Liebe, dann haben wir einen ganz anderen Umgang miteinander. Dann muss ich nicht mehr jemand anders zum Opfer machen. Oder dann steigen wir aus diesem Dreieck, was ich vorher genannt habe, von Täter, Opfer, aus und können dann einfach zum Schöpfen gehen in einem friedlichen Miteinander. Und ich glaube, das ist das, wo wir Menschen eigentlich uns voll danach sehnen, dass wir genauso unterwegs sein können. Ja, und eine neue Ethik, wo man eben auf Augenhöhe auch mit der Natur, nicht mehr sagt, die Ameise ist weniger wert wie ich, sondern wenn wir diese Schöpfung, völlig egal, in welcher Stufe das wir sie einstellen, auf Augenhöhe betrachten und wir sagen, okay, wir machen eine neue Wirtschaftsethik und sagen, du darfst nur Produkte auf den Markt bringen, wo du nachweisen musst, dass es der Natur nicht schädigt. Wenn du das nicht kannst, wird das Produkt nicht auf den Markt gebracht. Mhm. Also andere Rahmenbedingungen setzen, wo man sagt, wir setzen das Glück des Menschen und an dem Vordergrund, wir machen die Schulen wieder vom Objekt zum Subjekt, die Kinder und so weiter. Nicht, was der Gerhard Hütter eben sagt, wenn wir diese Eckpfeiler setzen, dann glaube ich, läuft das System gleich in eine ganz andere Richtung. Ja. Ich glaube, wir sind ja jetzt in diesem Paradigmawechsel. Ja. Und wir spüren es ja, dass so nicht mehr weitergehen kann. Wir sind irgendwie laufen an die Wand in allen Themen und du hast gesagt, die Ressourcen und die Werte, es kommen neue Werte, wirklich wertvolle Inhalte wahrscheinlich auf uns zu. Das heißt, die schöpfen wir in Anbetracht dessen, was wir in unseren Fähigkeiten haben. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die neue Zukunft in dieser Dimension eigentlich sich entwickeln wird. Ich bin gespannt, weil momentan läuft ja sehr viel auch mit, ich sag's jetzt mal, mit Kontakt zu anderen Intelligenzen, die sich immer mehr hier zeigen. Es wird immer offener. Und wenn, vielleicht ist das auch ein kleiner Quantensprung dann, wenn wir erkennen, wow, wir sind doch gar nicht die Einzigen in diesem Universum. Es gibt ja andere Intelligenzen, die haben offensichtlich auch diesen Sprung geschafft, hier sich nicht gegenseitig permanent, sag ich mal, an die Gurgel zu gehen. Und dieses Verhindern, dass man mit ihnen spricht, aufhört und sagt, okay, ja, die sind hier. Dann gibt es natürlich auch noch mal einen richtigen Quantensprung. Und ich setze das Thema der Eigendynamik ein, oder? Ja. Und das ist dann ganz spannend. Ja. Diesen Zug habe ich noch verpasst. Erzähl mir von diesen Intelligenzen, die hier sind und die sichtbar sind. Ja, seit ein paar Jahren ist ja so, dass die US Navy hier Videos freigegeben hat, wo im Kampfjet eben unbekannte Objekte verfolgen. Und momentan ist die Diskussion nur so, dass man sagt, ja, vielleicht sind sie Russen oder die Chinesen, aber jeder weiß, dass diese Fluggeräte jenseits unserer technischen Technologie sind, weil die außerhalb der Physik agieren. Die können einen rechten Winkel abbiegen, die können unendlich beschleunigen, abrupt stehen bleiben und sind intelligent gesteuert. Also und die Insider sagen, ja, wir wissen, dass die hier natürlich auch Intelligenzen drin sitzen. Und wenn wir jetzt offen wären mit denen, dann sagen wir, okay, wir gehen in den offenen Kontakt mit denen, dann kommen natürlich die Fragen der Bevölkerung. Ja, wo kommen die her? Was ist das? Stimmt denn unsere Naturgesetz, ist denn die Wissenschaft tatsächlich schon? Kann man doch über Lichtgeschwindigkeit reisen? Aus welchen Dimensionen kommen denn? Gibt es noch andere Dimensionen? Und so weiter. Da geht ein richtiges neues Tor auf für eine Zivilisation. Und wenn wir die liebevoll machen, dann werden die sagen, okay, dann kriegt es auch Hilfe von uns. Solange ihr uns nicht die Köpfe einhaut, machen wir mit euch nichts. Aber wenn ihr sagt, okay, wir haben bereit für euch,
dann haben wir hier auch noch mehr eine Hilfefaust, wie eine Hebamme, die bei der Geburtshilfe dabei ist. Mhm. Also wir haben neue Horizonte. Ja, ganz genau. Und die sollen uns bestärken, diese Wege zu gehen. Und ich glaube, das ist aber auf der einen Seite etwas, was im Außen ist, aber im Außen beziehungsweise weiter weg. Aber ich glaube, das Wichtigste ist immer noch das bei mir, weil ich darf bei mir das Feld schön machen oder in der Liebe sein. Und dann kann ich auch entweder erstens mit meinem Nachbar, aber auch mit einer fernen Intelligenz irgendwie gut zurechtkommen und in der Liebe unterwegs sein. Mhm. Ich glaube, da dürfen wir noch ein bisschen was lernen, beziehungsweise aus diesem Opferverhalten aussteigen, dass wir hin zum Schöpfer werden und eben in der Liebe, im Frieden, in der Freude. Und dann kommen wir einfach zu ganz anderen Möglichkeiten. Und ich glaube, wenn wir das geschafft haben, dann geht es relativ schnell, Exponentialkurve. Ja. Wenn wir erkennen, dass eine innere Evolution. Ja, wenn wir erkennen, dass das Bewusstsein, das in uns wohnt, in allen anderen Intelligenzen auch wohnen, nur die anderen Körper- oder Biocontainer benutzen und vielleicht andere Entwicklungsstufen schon hinter sich haben. Aber wenn immer dann sagt, die sind tatsächlich unsere Brüder und Schwestern, nicht? Mhm. Und dann wird es spannend. Aber ich glaube, das wird wirklich spannend, aber wir müssen, wie du das sehr würdevoll gesagt hast, auch eine innere Evolution einleiten, oder? Mhm. Sonst bleiben wir wie immer im Äußeren und das Innere kommt zu kurz. Und ich glaube, da wäre jeder Mensch gefragt, mal zu überlegen, wo stehe ich in meiner inneren Evolution, in meiner inneren Seelenentwicklung. Ich glaube, dass das jetzt kommt durch dieses Gewohnheitenbrechen, die im Außen jetzt passieren, wo der Mensch praktisch sozusagen etwas ein bisschen gezwungen wird, in sich zu blicken und zu sagen, jetzt muss ich mir die Tabula rasa machen und mal schauen, wo stehe ich denn gerade. Bei mir ist es noch nicht so lange her. Erst gerade eine Woche habe ich ein Seminar gemacht, wo ich in eine Art Trance geführt wurde. Mhm. Und dann war ich meine eigene Hebamme. Ich war bei meiner eigenen Geburt mit dabei und habe mich dann eine Kindheit lang begleitet durch all die Momente hindurch, wo ich mich einsam fühlte, wo ich mich als Opfer fühlte und so. Und das, es ist erst eine Woche her, wo ich gemerkt habe, wie wenig Selbstliebe ich hatte für mich als Kind. So, es war wirklich wie das Gefühl, wie wenn ich irgendwie Seelenanteile verloren hätte als Kind und die ich jetzt erst irgendwie nach Hause genommen habe, weil ich irgendwie jetzt als erwachsene Frau in meiner Vorstellung einfach dort war und diesem kleinen Kind zur Seite stand. Und ich merke, wie viel das jetzt schon seit, das ist eine Woche her, aber wie viel das jetzt schon ausgemacht hat, so gut genährt zu sein, mich selbst an meiner Seite zu wissen, so viel Selbstliebe zu empfinden und plötzlich zu merken, wenn ich satt bin, wenn dieses Selbstliebe-Loch gestopft ist, so zu wie viel mehr Liebe und Verständnis und Toleranz ich fähig bin. Also es ist ein bisschen peinlich, ich habe so oft über Liebe gesprochen als Pastorin, aber ich merke das eigentlich tatsächlich, ich erst jetzt ganz frisch von Liebe und bedingungsloser Liebe sprechen kann, seit ich das Gefühl habe, ich habe mich selbst angenommen. Und das ist eigentlich das schlussendliche Ziel, die bedingungslose Liebe leben und spüren und wahrnehmen. Aber das beginnt mit sich selbst. Natürlich, darum habe ich gesagt, immer bei einem selber. Nur bei einem selber. Ja. Können wir nicht implantieren von außen. Nee. Ja, sonst aber man kann von außen Impulse bekommen, um vielleicht diesen Change hinzukriegen. Ja. Das meine ich damit, mit anderen Intelligenzen, wo im Außen was passiert, wo man sagt, oh, jetzt muss ich aber mal nachdenken. Jetzt muss ich mal schauen, dann läuft irgendwas anders. Ja. Genau. Und Dorothea, was für ein Geschenk, dass du das so erfahren durftest. Und ich meine, weißt du, man kann jetzt sagen, ja, schade, dass es dir erst jetzt begegnet ist. Aber auf der anderen Seite, was glaubst du, wie viele Menschen ihnen es nie begegnet? Ja. Und ich wünsche mir, dass wir junge Menschen, unsere Kinder in der Schule, schon zu sowas ermächtigen. Ja. Weil dann lernen sie in der Schule schon, was es heißt, Selbstliebe zu haben. Ja. Ja. Und wenn wir alle mit Selbstliebe unterwegs sind, dann müssen wir nicht mehr über Themen sprechen, warum haben wir so viel Hass in der Gesellschaft, warum haben wir so viel Krieg, warum haben wir so viel Opfer. Weil dann ermächtigen wir uns selbst. Wir wissen, wir sind genauso, wie wir sind in der Individualität, wie wir unterwegs sind, sind wir gut und wir können uns lieben. Und wir sind kreative Geschöpfe, wir sind Schöpfer, wir haben Stärken und die Stärken werden gebraucht. Und dann werden wir zu wunderbaren Menschen, die nicht erst mit 40, mit 60, mit 70 auf ein Seminar gehen müssen und was ist in meiner Kindheit passiert und was wurde mir alles gelernt und ich entdecke jetzt mal. Sondern dann werden unsere Kinder ermächtigt dafür. Und ich meine, die Kinder, das ist unsere Zukunft, das ist unsere nächste Welt. Ja, das sind die Menschen, die irgendwann dastehen und unsere Welt
regieren dürfen oder gucken dürfen, dass unsere Welt gut ist ganz genau. und weitergeht. Mhm. Menschen, die nicht versuchen, andere Menschen hinzukorrigieren, wie sie sein hätten, sondern so zu lassen, wie sie sind. Mhm. Ja, Menschen, Toleranz. Die ihre Zeit nicht mehr vergeuden, ja. Liebe ja. irgendwo sonst ja. zu finden, um ja. dieses Loch zu stopfen, das sie nur selber in sich stopfen kann. Ja, abschließend habe ich noch eine Frage an dich, lieber Stefan. Wir sprechen jetzt von einer großen Wende in dieser Zeit. Jetzt stelle ich mir aber auch Personen vor, die finden alles gut, wie es ist. Und es gibt so das Sprichwort, was der Bauer nicht kennt, ist er nicht. So ein großer Wandel kann auch groß verbunden sein mit Ängsten, Ehrfurcht. Hast du da irgendeinen Tipp, wie wir da mehr in das Selbstvertrauen kommen, um wirklich diesen Wandel auch durchleben zu können als Gemeinschaft? Ich versuche es gerne, ja. Ich glaube, auf der einen Seite sind Ängste oder Sorgen sind vielleicht auch vollkommen menschlich, dass wir das haben und sie dürfen da sein. Ich glaube, wir dürfen da in die Akzeptanz gehen, dass sie da sind. Und auf der anderen Seite dürfen wir aber auch gucken, wie gehen wir damit um? Und ich nehme es für mich immer gerne so, dass wenn ich vor einer Situation stehe und ich zweifle und ich habe Angst und ich weiß nicht genau, dann versuche ich mich immer zurückzuerinnern an mein Leben. Wie viele von diesen Situationen habe ich schon gehabt, wo ich Angst gehabt habe? Und ich habe festgestellt, wenn ich heute zurückgucke, alle die Situationen sind immer gut gegangen. Auch wenn ich noch so viel Angst gehabt habe oder ja, wenn sie da war, es ist immer gut gegangen. Also das heißt, für mich ist es ein unheimliches Vertrauen, was ich in mein Leben lernen durfte. Ich nenne es mein Urvertrauen, was mich trägt durch alles, was mir passiert oder was unsere Welt passiert. Auch wenn ich nicht weiß, warum Situationen passieren, ob es bei mir persönlich ist oder wenn ich in das Weltgeschehen gucke. Aber für mich ist es das Urvertrauen, irgendwie hat alles seinen Sinn, sonst würde es nicht passieren. Und so sehe ich es auch bei mir, dass es kommt eine neue Situation, wo ich vielleicht denke, so, ich weiß nicht, und ich vertraue da rein, ich werde es schaffen, ich kann mich da rein entspannen und schaue dann, was ist meine Ressource, dass ich mit dieser Situation umgehen kann. Und ich glaube, das ist ein guter Tipp, wenn wir zurückgucken. Wir sitzen alle noch da, uns geht es allen gut. Es ist nie etwas so Schlimmes passiert, dass wir nicht mehr da sind. Also das heißt, ich kann vertrauen in das, was mir passiert. Und das ist so für mich der große Schlüssel dahingehend. Ich sage Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen und dann geht es schön weiter. Aber du hast ja gesagt, was du in Menschen, die sagen, ich bin mit dieser Situation zufrieden, ich würde jetzt gar nichts ändern, ich habe diese Wendezeit noch gar nicht erkannt. Es kann so bleiben, wie sie ist. Und schlussendlich werden die wieder mitgezogen. Ja, und werden die wieder dann irgendwann neuen Gesellschaft. Im Außen, und vielleicht ist der Zeitpunkt noch zu gering für denen, vielleicht geht es denen noch in Anführungsstrichen zu gut, die sagen, okay, kein Problem. Die haben noch keinen Handlungsbedarf, aber der wird irgendwann kommen. Und die werden mitgezogen. Richtig. Und sind dann wieder Opfer, in Anführungs- Schlusszeichen der neuen Gesellschaft. Oder Genießer. Oder das ist vielleicht auch so diese, es ist oft eine Komfortzone, in der wir absolut. Drin sind. Und ich mache gerne das Beispiel mit einer Kuh, die auf einer Weide steht. Sie hat einen Zaun außenrum und ihr geht's gut. Und sie hat alles. Sie hat Fressen und ihr geht's gut. Aber dadurch, dass sie ja ihren Zaun hat und sich nie über diesen Zaun hinweggewegt hat, sie weiß gar nicht, wie gut die Blumen auf der Nachbarwiese vielleicht schmecken könnten. Also einfach, wo wir uns auch oft da. Ich darf etwas Neues ausprobieren und darf gucken, okay, wie ist es denn, was passiert denn? Und irgendwie so, wie ich gesagt habe, im Normalfall geht alles gut, wenn wir vertrauen und da reingehen und dann ist die Nachbarwiese vielleicht noch viel spannender und bereichert unseren Horizont. Vielleicht brauchen wir neue Seminare oder neue Visionen, da wir gesagt haben, das Schönste ist das Unbekannte, dass die Menschen sagen, okay, je mehr dass du in das Unbekannte bist, desto mehr Glück wirst du erfahren und nicht das Gegenteil. Das ist ein wunderschönes Bild, auch das mit dieser Kuh, nochmals bildlich dargestellt. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch allen. Das war eine super schöne Sendung. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wünsche ich ganz viel Vertrauen in sich selbst und natürlich in alle Mitmenschen. In diesem Sinne, auf Wiedersehen miteinander.